Guten Morgen, liebe Freunde. Ich grüße euch zum Wochenende. Dieses Wochenende ist nicht so viel los bei uns. Allerdings wird der Gottesdienst am Sonntag im Nordwestradio übertragen. Wer also von euch vielleicht nicht in die Kirche kommt, aber trotzdem mal reinhören möchte, ab 10 Uhr auf dem Nordwestradio wird unser Gottesdienst übertragen. Musikalisch gestaltet vom Gospelchor der katholischen Gemeinde in Benefeld. Das wird ein musikalischer Genuss. Und inhaltlich haben unsere Ministranten und Ministrantinnen den Gottesdienst vorbereitet. Sie werden Fragen zum Evangelium stellen. Und das sind eigentlich ganz interessante Fragen. Zum Beispiel, wenn Jesus doch wusste, dass Lazarus krank ist, warum hat er so lange gewartet, bis er tot ist und ist dann erst gekommen? Oder auch, wenn es so schön im Himmel ist, warum holt er ihn dann zurück auf diese Erde? Ist das nicht ein bisschen gemein? Sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Also es sind wirklich interessante Fragen. Die Predigt wird versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Sonntag 10 Uhr im Nordwestradio. Und wenn ihr Lust habt oder überlegt, einen der Ostergottesdienste oder mehrere in unserer Gemeinde mitzufeiern, oasenzeit.de. Dort ist gleich auf der ersten Seite die Liste aller unserer Gottesdienste von Palmsonntag bis hin zum Ostermontag. Ihr seid immer herzlich willkommen. Vielleicht ist etwas für euch dabei, was euch auch zeitlich passt oder inhaltlich passt. Die Gottesdienste sind ja immer sehr, sehr schön. Die Ostertage sind ja liturgisch ein Hochgenuss. Also von daher herzliche Einladung zu kommen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, ihr wisst es, fragen@oasenzeit.de. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende und eine gute Woche. Wir sehen uns. Tschüss.